Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Part in der SFML-Reihe. Also, was ist SFML erstmal? SFML ist eine Bibliothek, die es dir auf jeden Fall einfacher macht, auf die Peripheriegeräte, wie man so schön sagt, zuzugreifen. Dazu gilt Maus, Tastatur, Monitor, Sound, Joystick, und die Netzwerksachen. So. Also, SFML ist die Simple Fast Multimedia Library. SFML. Und Simple and Fast Multimedia Library. So. SFML ist Multimedia. SFML provides a simple interface to the various components of your PC. To ease the development of games, Multimedia Application is the composed of the five modules. System, Fenster, Grafik, Audio, Netzwerk. So. Und dann der Vorteil ist ja noch, SFML ist Multiplattform. Alles läuft auf Windows, Linux, macOS und man kann sich schon auf der GitHub-Seite von dem Entwickler das neueste Update holen. Das unterstützt auch schon Android und iOS. Das heißt, wenn man das Programm debuggt, bekommt man auch eine APK und eine iOS-Datei. Wie die endet, weiß ich nicht. Das heißt, ihr könnt in SFML programmieren und dadurch sogar iOS-Applikationen entwickeln. Das heißt, genaueren, ihr erstellt ihr macht ein Spiel, wenn es ein Pixel-Game ist, wie, was weiß ich, Realm of the Mad God, Terraria, Starbound, dann könnt ihr das Spiel einfach programmiert einmal für den PC. Dann ändert ihr ein paar Sachen an der Steuerung und habt eine Android- und iOS-App. Das ist natürlich sehr schön. Und dann noch, SFML ist Multilanguage. Multi, 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 ganz viel Multi. Das heißt, diese Programmier das SFML ist funktioniert für C. .NET. Dazu gilt C++. Also C++ und H++, also die Visual Studio Seite davon. Man kann es auch ohne laufen lassen. Dann, es funktioniert auch noch auf Java, Ruby, Python und Go. Kenne ich nicht. Ich kenne nur Java, Ruby und Python. Go kenne ich noch nicht. So. Das alles gibt's auf Englisch und auf Französisch. Ich bin mir sicher, dass der kleine Teil von euch Französisch kann, deswegen lasse ich die Seite mal auf Deutsch. Wenn wir jetzt mal auf Learn klicken, bekommen wir jetzt hier eine tolle Seite, die ein paar Punkte beinhaltet. Einmal Tutorials, Learn how to use SFML. Wenn wir draufklicken, bekommen wir ein kurzes Tutorial über alle Module. Wenn wir auf API-Dokumentation klicken, kommen wir zu der Seite, wo einmal ein kleines Beispiel, ein Short Example ist. Dann können wir hier oben auf Module klicken, bekommen wir alle Module mal aufgelistet. Wenn wir jetzt auf Grafikmodul klicken, kommen wir in den Bereich Grafikmodul und bekommen hier alle Klassen, die es gibt. Und Enumeration. Und dann hier nochmal, was diese Enumeration beinhaltet. Wenn wir auf Classes klicken, bekommen wir alles, was unter der Klasse SF besteht. SF ist so die Überklasse. Dann gibt es noch den Class Index. Hier bekommen wir nochmal alles aufgelistet. Nach dem Alphabet sogar. Dann die Klassenhierarchie. Dann die Klassenmember. Dann gibt es noch die Files. Hier sind alle Files, die es gibt. Da gibt es die Vektor 3 für den dreidimensionalen Bereich, Vektor 2 für 2D, die Vertex, die Vertex Arrays, die Video Mode, die View, die Window, die Window, die Window Handler, die Window. Ganz viel unnötigen Shit, den ihr natürlich auch anschauen könnt, wie der aufgebaut ist. Könnt ihr natürlich auch noch ändern, dann im Nachhinein, falls es euch so besser gefällt. So, jetzt gehen wir wieder auf Learn. Dann hier die FAQ, die Frequently Asked Questions. Hier sind die am meisten gestellte Fragen.
und auch Antworten natürlich. Und dann hier noch die Lizenz, wem, auf was das aufgebaut ist. Hier, Glue is distributed under the modified BSD Lizenz, the Meta3D Lizenz, all the crumbs. Ganz unnötigen Shit. Dann gibt's hier noch ein Buch. Das habe ich neben mir liegen. Das SFML Game Development Buch. Ist komplett auf Englisch. Nicht schweres Englisch, aber man sollte schon 4 Jahre Englisch auf. Man sollte schon ein bisschen Englisch können. Und ist nicht Grundschule oder Volksschule, wie man das gerne nennt. Englisch ist es, man weiß, man kennt 10 Wörter. Sondern man braucht schon ein bisschen einen höheren Standard an Englisch. Aber man braucht jetzt kein Oxford-Englisch, um das Buch zu verstehen. Und jetzt bin ich sogar auf der Seite gelandet. Es kostet 25 Euro. Oder man zahlt 20 Euro pro Monat und hat die ganze Packed Publishing-Seite auf seiner Seite. Ich habe mir die Printed-Version geholt, habe doch ein E-Book, weiß aber überhaupt nicht, wo man das runterladen kann, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ich bin ein bisschen verkühlt, also tut mir leid, wenn ich ab und zu raufziehe. Hier haben wir die Dokumentation für die älteren Versionen SFML 2.1, 2.0, 1.6. 1.6 ist der größte Müll, da gibt es ganz wenig. 2.0 ist schon besser, 2.1 ist noch besser und 2.2 sind Haufen Bugfixes und noch mehr Erweiterungen. Wenn wir jetzt auf Download hier oben klicken, kommen wir erstmal zu einem schönen Download-Link. Dann die Git Repository, wo man sich auch die Version runterladen kann mit der Android-Unterstützung und der iOS-Unterstützung mittlerweile. Dann die Bindings, welche Sprachen hier unterstützt werden. Ist Go eine SFML-Programmiersprache? Okay. Und jetzt noch an der Seite, auf welcher Version das schon ist. Ah, .NET ist C-Sharp gemeint. Was, man kann das in C-Sharp machen? Schön zu wissen. Hier in der Seite haben wir, in welcher Version das überall ist. In C ist das in 2.2. In .NET ist es auf 2.2. In D, was immer D auch ist, ist es auf 2.1 bzw. 2.0. Auf Euphoria 2.0, Go 2.0. Ja. Dann hier die Goodies, das sind die Logos. Ein kleines, ein großes und eine Vektorgrafik. Eine Vektorgrafik ist eine Grafik, die sich an bestimmten Punkten hält und dadurch eine Grafik immer scharf ist, egal wie groß man sie zieht. Und dann gibt es noch die älteren Versionen 2.1, 2.0, 1.6 zum Kotzen. Wir klicken auf SFML 2.2 und dann gibt es hier verschiedene Versionen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen viel. Mac OS ist hier Universal 32+64-Bit, OS X 10.7, kompatibel mit C++11, Endlib C++11, keine Ahnung, was das heißt. Hier bekommen wir den Source Code, also die ganzen HPPs und die HTML-Dokumentation. Kann man sich runterladen, hat man alles am PC, offline, am Tablet. Und am Tablet ist sicher schön. Keine Ahnung, wo ihr das mit hinnehmen werdet. Dann hier die Linux-Version 32-64-Bit. So. Also, was bedeutet eigentlich die Bitzahl jetzt hier hinten? Damit ist nicht gemeint, welches Betriebssystem ihr habt, sondern für welches Betriebssystem ihr entwickeln wollt. Wenn ihr jetzt ein Spiel macht, das läuft auf 32-Bit, hat es diese Feature, auf 64-Bit hat es diese Feature. Der Unterschied ist, 64-Bit hat mehr Arbeitsspeicher, kann größere Daten auf einmal bearbeiten und 32-Bit kann das nicht. 32-Bit ist die maximale Arbeitsspeicher, sind das 4 GB, wobei nur 3,7 benutzt werden können. Also, ich tue immer für 32-Bit entwickeln, aber wenn ihr nur für 64-Bit entwickeln wollt, also ihr habt einen PC zu Hause, der hat 64-Bit, wie meiner, und euer Spiel wird so mit so einem Grafikporno, dann braucht ihr natürlich 64-Bit, sonst braucht ihr nur 32-Bit. Für was steht jetzt das hier?
Also, Weasel C++ 10. Hinten steht auch die Version, die gemeint ist. Damit ist die Visual Studio Version gemeint. Ich habe Visual Studio 2013. Das heißt, ich werde diese Version benötigen. Ihr werdet, wenn ihr 2012 habt, diese Version, wenn ihr 2010 habt, diese Version benutzen. Ihr solltet nicht, es gibt mittlerweile schon Visual Studio 2015. Wenn ihr das benutzt, müsst ihr euch den Source Code downloaden, den mit einem bestimmten Programm kompilieren, dann was löschen, dann neu kompilieren und dann habt ihr spezielle Dateien, die auch für eures funktionieren. Gibt es Videos auf YouTube. Ich werde es nicht jetzt zeigen, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist, euch das zu zeigen. Das könnt ihr euch Videos dazu anschauen im Internet. Gibt es genug. Aber die gängigsten Visual Studio Versionen sind 10, 12, 13. Wenn ihr euch das herunterladet, klickt ihr auf Download oder hier auf Download. Ich mache das für 32 Bit, drücke auf Download. Und dann downloadet sich hier ein schönes Fenster, ein schönes Programm. Wenn wir da mal drauf drücken, kommt das hier. Wenn wir jetzt darauf drücken, kommt das hier. Ihr benötigt jetzt, also ich empfehle es euch, ihr speichert euch das unter C ab. Ich habe es hier stehen. Hier sind jetzt meine Dateien. Ich kann natürlich updaten, einfach reinziehen. Ist jetzt nicht so schlimm, ich muss einfach nur updaten. So, hier, 5 Elemente verschoben. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, alles sind 608 Dateien, schön zu wissen. Kümmert mich relativ wenig. Jetzt machen wir das zu und jetzt haben wir unsere Dateien. So, was müssen wir jetzt machen? Wir klicken hier auf Bin drauf und müssen diese Dateien hier, sind wichtig, die müsst ihr in jedes Projekt einbinden, da ihr diese Dateien bei einem Projekt mitschickt. In meinem Beispiel. Dann haben wir hier die Libraries, das sind die ganzen Libs. Und dann haben wir hier unter Includes, SFML, die Grafik, System, Network, Audio, Window. Diese Dateien werden wir einbinden. Aber dazu mehr, machen wir jetzt mal unser erstes Projekt. Wir machen eine Konsolenanwendung und die nenne ich jetzt SFML. Hier bei Ort, den Speicherort logischerweise, habe ich einen Speicherort mir ausgesucht und jetzt könnt ihr den Projektmap-Namen nennen. Ich nenne das mal hier Fenster und nein, ich nenne es auch einfach SFML und das ist SFML Tutorial, heißt die Projektmappe. Wir drücken auf OK und sagen hier weiter, wir löschen hier wieder alles raus, sagen ein leeres Projekt fertigstellen. So, jetzt startet das Projekt. Gut. Jetzt müssen wir wieder eine neue Datei, ein neues Element und die nennen wir jetzt wieder mal main.cpp. So, alles gleich wie damals. Jetzt müssen wir Verweise hinzufügen, dass wir die auf SFML zugreifen können. Weil wenn wir jetzt includen, sollte hier eigentlich SFML und dann blablabla kommen automatisch. Kommt noch nicht. Wir gehen jetzt auf die Projektmappe, machen einen Rechtsklick und gehen auf Eigenschaften. Nein, wir klicken auf das Projekt, machen Rechtsklick und drücken auf Eigenschaften. Und dann kommt das hier. Das ist jetzt das SFML-Eigenschaft, die Eigenschaftsseite, weil die Projektmappe hat ja Projekte und jedes Projekt hat seine eigenen Verweise, kann man sagen. So, wie fügen wir das jetzt mal ein? Wir klicken hier bei Konfigurationen erstmal auf alle Konfigurationen. Das heißt, für Debug und die Release-Version sind automatisch schon, wenn sprechen wir beide an. Jetzt klicken wir auf C++ und nehmen zusätzliche Include-Verzeichnisse. Hier klicken wir auf den Pfeil nach unten, drücken auf Bearbeiten. Jetzt klicken wir auf diesen schönen Ordner mit dem Sternchen, drücken hier auf die drei Punkte und sagen, wo das liegt. Bei mir liegt es unter C, da habe ich es ja hinkopiert. Und ich wähle nur den Include-Ordner aus und drücke auf Ordner auswählen. Dann auf OK. Jetzt klicke ich hier auf Linker. Jetzt steht hier zusätzliche Bibliotheksverzeichnisse oder auf Englisch Extended Library
Dictionary oder Library Directory. Wir klicken wieder auf diesen schönen Ordner mit dem Sternchen, wieder auf die drei Punkte, wie ich gehe wieder auf C, da drauf und auf Lib Ordner auswählen. Jetzt drücke ich auf OK. Jetzt können wir euch mal auf Übernehmen klicken. Jetzt gehen wir unter Linker auf Eingabe, klicken hier auf diesen Pfeil nach unten und ich habe mir hier eine Datei geschrieben, auf der steht, was alles ist. So, wir schreiben jetzt mal hier sfml-audio-d.lib. sfml-graphics-d.lib. sfml-network-d.lib und sfml-system-d.lib und sfml-window-d.lib. So, was bedeutet das alles? SFML Audio, wir wollen das Audio-Modul einbinden. Bindestrich D für die Debug-Version. Und das geht für alle. Minus D, Debug. Hier Graphics, wir wollen die grafischen Eigenschaften, Module hinzufügen. Network, wir wollen die Netzwerkkomponenten hinzufügen. Wir wollen die System- und die Fensterkomponenten hinzufügen. Man muss das auch in einer richtigen Reihenfolge eintippen, weil zum Beispiel das Fenstermodul benötigt das Systemmodul und das Systemmodul benötigt andere Module und also einfach in diese Reihenfolge einfügen. Dann drücken wir auf OK und übernehmen. Jetzt gehen wir auf alle Konfigurationen, wählen nur Release aus. Seid sicher, dass ihr merkt, dass hier Release stehen soll jetzt. Gehen wieder auf Bearbeiten und löschen bei jedem das D weg. Ich habe gerade gemerkt, ich habe mich verschrieben. Bei der Debug-Version habe ich hier einen Punkt statt einen Bindestrich. So. Jetzt drücken wir auf OK, übernehmen und OK. Wir befinden uns in der Debug-Version, das heißt, wir arbeiten mit dem D, dem Bindestrich D. Ist aber eigentlich relativ unnötig. Jetzt, wenn wir Include machen und Anführungszeichen kommt SFML und wir wollen auf die graphics.hpp zugreifen. Jetzt mache ich noch mein IOStream, mein Using Namespace std und meine Hauptmethode return 0. So, ihr könnt euch noch erinnern, hier haben wir den Namespace std, das heißt, wir sparen uns std cout. Gut, bei SFML kann man auch das Using Namespace sf machen, nur dann hat man nicht mehr diese schöne Auswahl, was es alles gibt. Deswegen werde ich das nicht machen, weil es erspart einfach das Merken von den ganzen Befehlen. Also wenn ich zum Beispiel ein Fenster machen will, habe ich sf, render window. Wenn ich jetzt den Namespace sf mache, muss ich mir render window merken und die ganzen Befehle. Das ist natürlich von der Schreibweise her schöner, aber ich mache absolut mit dem sf, das ist mir lieber und sieht auch dann angenehmer aus. Also ich habe es lieber so. Ihr könnt natürlich den Namespace auch für euch einfügen, ich werde es ohne machen. Ist Geschmackssache. So. Ich sollte hier vielleicht einen Strichpunkt hinzufügen. Und jetzt machen wir auch schon das erste Beispiel. Wir wollen ein Fenster machen. Gut. Ein Fenster wird gemacht. Wir machen erstmal für die X-Koordinaten, also für die Breite. Width ist gleich 1,80. Und wir wollen ein 16:9 machen. Das heißt, wir nehmen die Breite, dividieren sie durch 16 und rechnen sie mal 9. Jetzt haben wir nehmen das da und speichern das natürlich unter einem Wert ab. So, das Breite durch 16 mal 9 bedeutet, das Format ist 16:9. Logisch, wenn wir 20, also 16:10, wenn dann durch 16 mal 10, ich habe 16 durch 9, 4:3 ist durch 4 mal 3, also ein Kasten.
ist jedem selbst überlassen. Ich habe lieber 16 zu 9, deswegen berechne ich das mal so. So, jetzt wollen wir ein Fenster erzeugen. Dabei schreiben wir SF Render Window, ein Name, M Window nenne ich einmal, fürs Main Window, Klammer auf, Strichpunkt. Jetzt wird nicht viel passieren, weil es hat noch keine Größe, keine Breite, keine Farbe, kein Titel. Und wenn jetzt hier eigentlich die Klammer aufmachen, gut, in diesem Fall kommt es nicht, aber normalerweise müssen wir dann kommen, was es jetzt braucht. Es braucht einen Video-Mode. Darin müssen wir jetzt die Breite und die Höhe bestimmen. Das haben wir uns schon ausgerechnet und festgelegt. Hi. So, jetzt braucht es noch ein Context-Settings. Das heißt, wie das, nicht hier, das müsste, hier, String Title. Also sagen wir hier, das heißt dann, SFML Fenster. Und dann den Style. Da mach ich immer den Style Default. Also gibt es oben eine Vergrößerung, ein Minimieren, ein Schließen, Knopf, und das kann man oben alles einstellen. So, wenn wir das jetzt starten, mit F5, wird nicht viel passieren. Hier. Ah, das ist gut. Der Fehler kommt jetzt. Jetzt brauchen wir diese Dateien hier brauchen wir jetzt. Die kopieren wir uns. Hier. So, machen wir es so. Diese Dateien hier kopiere ich mir, gehe in SFML Tutorial, in Debug und hier einfügen. So, das kann man jetzt wieder. Das ziehen wir jetzt wieder rüber und das können wir schließen. Und wenn wir jetzt das Programm nochmal neu starten, kommt dieser Fehler nicht mehr. Aber das Fenster schließt sich sofort wieder. Was ist los? Am besten kann man das erklären, ein Spiel läuft eigentlich in einer Endlosschleife, also immer wieder durch. Immer wieder. Ein Spiel besteht ja darin, Spiel starten. Was soll passieren? Also, arbeiten, das verarbeitete eintragen in die jeweiligen Felder, also manipulieren, zeichnen, machen, manipulieren, zeichnen, machen, manipulieren, zeichnen, also machen, manipulieren, zeichnen, immer so in dieser Reihenfolge. Wir manipulieren die Werte, also wir tun x um 1 höher machen und geben das der Position des Spielers mit. Hat sich erhöht um 1. Manipuliert. Und jetzt müssen wir mal sagen, bleib so lange drinnen, also mach diese Spieleschleife, solange du lebst, also solange das Fenster lebt. Also solange mWindow.isOpen soll was passieren. Wenn wir das jetzt ausführen, bleibt er für immer in diesem Fenster drinnen, weil er ja nicht hier kommt er ja nicht raus, weil das Fenster ja offen ist und kommt hier nicht zu dem Return und deswegen hüpfen wir aus der Methode auch nicht raus. Also wir bleiben für immer hier drinnen jetzt. Aber wir haben natürlich keine Rückmeldung, weil es eigentlich jetzt abgeschmiert ist, das Spiel. Ja, reagiert logischerweise nicht. Daher, wir brauchen eine Person oder eine Variable oder ein Ding, was sagt, solange du nicht geschlossen bist, lauf ganz normal weiter. Dafür schreiben wir SF-Event, M-Event, also das Hauptevent. Und jetzt soll das Fenster sich dieses Event holen, das mit Pull-Event, also Pull-Event, M-Event. Und jetzt sagen wir in einem Switch, tun wir das M-Event überwachen. Und im Falle von. Ah, nein, genau. Hier sagen wir SF Event. Nein. Doch, stimmt schon. Wir sagen jetzt mEvent. Type, genau. Wenn der Event-Typ SF Event close, also wenn es geschlossen ist, dann soll das Fenster sich schließen. mWindow.close. Hier brauchen wir auch kein Default-Event einbauen, weil wir wollen, dass eh sonst nichts passiert. Und wenn wir das Programm jetzt ausführen, merken wir, es stürzt hier nicht ab, sieht man hier oben in der Leiste und man kann auch jetzt rumbewegen. Yay! Aber noch ist es nicht hundertprozentig richtig, unser Programm. Irgendwann wird es schließen,
Ganz normales Projekt wird auch gestoppt. Jetzt müssen wir noch sagen, Fenster, clear alles und Fenster, zeig alles. Das heißt, wenn dann die Schleife reinkommt, lösch alles, was auf dem Display zu sehen ist. Dann wird hier alles gezeichnet, also hier in diesem Zeichenbereich. Also er löscht alles, was wir schon gezeichnet haben. Wir zeichnen es neu, zeigen es an, geht wieder rauf, löscht wieder alles, wir zeichnen wieder alles neu und uns wieder anzeigen. Und dadurch ist jetzt unser Fenster schwarz geworden. Da das Weiße ist eigentlich was Gezeichnetes vom Programm, jetzt ist es schwarz. Und so passt es auch eigentlich. Jetzt haben wir unser erstes Fenster erstellt in SFML. Und jetzt gehe ich nochmal alles mit euch durch, damit ihr es auch versteht. Also, hier oben binden wir Graphics an. Hier berechnen wir unsere Größe. Hier 1280 wird zu 16 zu 9 berechnet, die Höhe. Dann erstellen wir ein Anzeigefenster, ein Render-Window, ein Zeichenfenster. Geben den Namen M-Window für Main Window, also das Hauptfenster. Dann sagen wir ihm, es soll der Videomodus, also die Breite und die Höhe, soll so sein, wie wir wollen. Das Fenster bekommt den Titel SFML-Fenster. Der Style ist SF-Style Default, also der typische Style wie jedes Fenster, also hier mit dem X, größer, kleiner, minimieren. Wieder rüber. Dann kommen wir in die Endlosschleife des Programmes, indem wir ein Event erstellen, das mit jedem Durchgang neu erstellt wird. Dann holt sich das Fenster das Event, oder das Fenster so, ja, das ist jetzt mein Event. Und jetzt, wenn das Event, also wenn er weiß, oh, das Event ist jetzt geschlossen, das heißt, ich schließe mich selber auch. Sonst würde das Programm immer nicht abstürzen, weil der Speicher ins Unermessliche geht. Dadurch halt verhindern wir sowas. Hier sagen wir, löscht das Fenster. Und hier sagen wir, also löscht den Inhalt des Fensters. Und mit dem Display sagen wir, zeig uns das, was gezeichnet wurde. Aber das passiert so schnell hintereinander, dass wir 10.000 Frames haben. Und im nächsten Video zeigen wir, wie man diese Frames beschränkt. Und dann bringen wir auch schon unseren ersten Charakter aufs Fenster. Also ins Spiel rein. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt. Und abonnieren nicht vergessen und haut rein. Bis zum nächsten Mal.